speichere ich erstmal ab. Und los. Wow, was ist da denn los? Ach, die Manometer, Jungs, habt tatsächlich einen Eingang gefunden. Da brat mir einer einen Lucky Too. Aber eins sei euch gesagt, Prinzessin Shroop wird jeden Moment hier aufkreuzen. All die Shroops haben sich auf die andere Seite der Wand versammelt. Lasst uns mal einen Blick durch dieses Fenster riskieren. Okidoki. Junge, sieht's euch an, was für ein Haufen Shroops. Oh, das ist tatsächlich ein Haufen. Keiner weiß, was die so richtig am Lauern sind. Auf jeden Fall ist das, das sieht man auf unserem Bildschirm. Eine riesige Bühne und so weiter. Und oh, da kommt das Mutterschiff. Echt. Ein riesen UFO in einem Gebäude. Wer denkt sich sowas aus? Und da kommt die schon runtergeflogen. Die Prinzessin. Die böse Prinzessin. Alle freuen sich. Was für ein Traum. Als wäre es jetzt so ein hübsches Konzertchen oder sowas. Aber irgendwie unsympathischer. Und die Lichter gehen an. Und alle freuen sich. Mann, ist das interessant. Und jetzt rastet sie aus. Nach rechts. Und nach links. Oh ja, das ist ganz toll. Oh, sieht die sexy aus. Richtig sexy. Mhm. Nimm ein Schlückchen Traubensaft, nehme ich mal an. Das passt so zu deren Farbe alle. Die kann's besser als ich. Ja, da kommt die Prinzessin angeflogen. Oh, und ach, den kennen wir noch. Diesen... heißt der? Diese Piranha-Pflanze. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ein riesiges fleischfressendes Monster-Viech. Und hat die Prinzessin hemmungslos gefressen. Unfassbar, oder? Und alle freuen sich. Ja, die Prinzessin wurde gefüttert. Ganz toll. Oh, oh, die Jungs sind schockiert. Kreisch. Eiskalt. Während die ja durchgeguckt haben, wird die einfach gemopst. Und deswegen muss man ihr sofort hinterherjagen. Aber ich gehe nur in die Seite lang. Ha. Oh, hier liegt ein X. Ha. Ich hab's gesehen. Also, es ist ja nur diese Cooper-Mädchen da, ne? Also, es hat jetzt überhaupt gar keine hohe Priorität, jetzt so dringend zu retten. Deswegen kann ich mir jetzt noch diesen ganzen Spaß hier erlauben. Wie zum Beispiel das ganze schöne Geld zusammen. Was natürlich mal wieder eine Menge Konzentration fordert. Oh, vertan. Schade, aber es war gut. Dann geht's noch hier rein. Oh, cool. Viele Items. Eine Münze, ein Abpilz, Deluxe, Triffang-Orden, mehr Geld, noch mehr Geld und ein Super-Tau. Und ich will gucken, was dieser Orden auf sich hat. Verweile in verstärktem Zustand, bis du einen Treffer einsteckst. Nicht übel, aber mir gefallen diese Heilorden irgendwie besser. Ich meine, das macht mich unbesiegbar. Oder auch nicht, aber es ist gut. Es ist ein guter Orden, ich mag diesen Orden, deswegen muss jeder den haben. Da gehen voll die Lichteffekte ab. Als wäre es so fette Party und so. Disco und alles. Mhm. Ach so, gut. Weg mit euch. So, hier. Dann hier. Gut, hier können nur die Babys durch, weil das zu klein ist, dieser Durchgang. Nein, ich will euch nicht wieder nehmen. Okay. Ach so, ja doch. Nein, ich weiß. Durchrollen. Ja. Jetzt stehen die mir wieder im Weg. Diese Kinder. Und jetzt kommt voll der 2D-Abschnitt. So voll Mario Bros. Und alles.
einfach durchrollen. Ist hier nicht unbedingt schwer oder so. Gut. Dann noch hier rauf und uns CSM nehmen. Das ist nämlich noch mehr Geld. Und Geld kann man immer gut gebrauchen. Dann holen wir uns die Babys. Und gehen schon los. Gut, hier haben wir noch Kanonen und Frischwurzen und Shine Sprite. Ach, was soll's. Rein da. Ich nehme an, das ist ein dunkler Abschnitt. Ja. Wegen diesen Dingern hier. Oh, ich habe ein X gefunden, aber ich kann es im Moment nicht benutzen. Gut, jetzt geht's hier durch. Zeit limitiert. Gleich ist das Licht wieder weg. Da komme ich nicht hin. Gut, was haben wir denn noch so alles? Zwei Wege. Ich will oben lang. Ich wette, unten ist der richtige Weg. Oder? Nee, ich hab's anders überlegt. Ich gehe unten lang. Ach so, hier war nur ein Orden drin. Und zwar der... Was war das? Stabilus-Orden. Sei gegen alle Statuseffekte. Ah, nicht so gut. Also es ist okay, aber... Ist jetzt nicht so dringend. Ich meine, es passiert gar nicht mal so oft, dass man irgendwelche Statuseffekte erleidet. Und selbst wenn, dann kann man ja mal eben so einen Frischwurzen oder so rausrücken. Und dann hat sich die Sache ja wieder. Oh, hier ist was. Lange Hosen und Ultrapilz. Gleich mal die Hose überprüfen. Hosen für das Beste im Mann. Wenn die nicht funktionieren. Hä? Das war jetzt... Ist das zweideutig? Ich glaube, das... Das Beste im Mann. Na, was soll's. Das ist ja ein Kinderspiel, es darf nicht zweideutig sein. Ich ziehe diese Hose Luigi an. Nein, Mario. Ja, Mario kriegt die Hose. Gut. Das Beste im Mann. Natürlich. Gut, sind wir da? Ja, super. Nur noch den Knöpf drücken. Knöpf. So. Was haben wir hier? Ein Speicherblock. Sehr nett. Alles klar, und hier geht's dann rauf.